Zu diesem Spiel, liebe Fußballfans, willkommen hier im Weserstadion. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Werder Bremen gegen Mainz 05. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Sie haben heute die etwas defensivere Variante gewählt, 5-3-2. Aber davon darf man sich natürlich nicht täuschen lassen. Bei Ballbesitz wird sich das ganz schnell verschieben. Die agieren dann nicht starr in der Fünferkette. Das wäre nicht modern. Und da ist die Aufstellung der Mainzer. Ich bedanke mich und ich wünsche allen ein unterhaltsames Spiel hier im Brooklyn-West-Weser-Stadion. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Niklas Stark. David Kownacki. So langsam wird's gefährlich. Dominik Kohr. Die Chance, da hätten sie in Führung gehen können, gehen müssen. Sehe ich ganz genauso, war natürlich eine Riesenchance. Guter Angriff jetzt. Sie kommen. Sie wirken da sehr druckvoll. Abwehr muss aufpassen. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Aber der Vorteil wird doch abgepfiffen. Geht hier also mit Freistoß weiter. Pavlenka. David Kownacki. Ja, geht gut dazwischen. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Da hatte die Chance. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. So, kein Tor in dieser Szene. Da können Sie sich beim Keeper bedanken. Ja, vor allem, wenn wir an die Parade da vorher denken, als er sein ganzes Können ausgepackt hat. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Ludovica Schocke! Das ist jetzt seine Chance. Kommen da hinten einfach nicht raus. Es läuft für sie. Früh gehen sie hier in Führung.
Hier kommt die Wiederholung und wir sehen es. Das ist kein Stellungsspiel. So kannst du das Tor nicht verhindern. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Tor. Holt sich den Ball. Dass so ein wenig die Präzision gefällt bei diesem Pass, gibt Einwurf. Ajok. Sie lassen sich den Ball abnehmen. Edmilson Fernandes. Spiel geht weiter. Vorteil nach diesem Foul. Flanke jetzt. Ballverlust. Ball im Aus, Einwurf. Können Sie jetzt klären? Weiser. Klasse dazwischen gegangen. Jung. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Flanke kommt rein. Keine gute Flanke. Einfach zu halten. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Lee Jae-sung. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Eckball. Ecke kommt rein. Und das gibt erneut Eckball. Eck in den Strafraum. Schöner Kopfball. Der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Ecke kommt. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Niklas Stark.
Ballgewinn, gefährliche Position. Dani da Costa. Schussversuch. Gehalten. War schon eine richtig gute Aktion. Gute Hereingabe, Ballverlust. Ja, sieht gut aus. Das könnte jetzt was werden. Den spielt er gut und jetzt wird es gefährlich. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Jetzt der Eckball. Oh. Ah, Eigentor. Kann jedem passieren. Den größten ist das schon passiert. Da gibt es nur eins. Abhaken und weitermachen. Jetzt ja auch mit der Wiederholung. Das ist unglücklich. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Marco Friedl. Niklas Stark. Amos Pieper. Schmied. Er ist frei, da kann was draus werden. Jetzt schießt er. Das nächste Tor, diesmal auf der anderen Seite. Ausgleich, hier geht's jetzt Schlag auf Schlag. Wir sehen die Wiederholung dieses Tors. Es ist nicht leicht, da am Ball zu bleiben. Setzt sich aber schön durch und drin ist der Ball. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Pavlenka. Amos Pieper. Schmied. Weiser. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Sie holen sich den Ball und zwar durch dieses frühe Pressing, weil sie sie da früh unter Druck setzen. Den Ball hält er gut. Ecke in die Mitte. Jetzt die Hereingabe. Aber dann verläuft dieser Angriff doch im Sande. Schönes Zuspiel hier. Achtung jetzt. Volle Parade. Thank you.
Ecke kommt in den 16er. Versucht es mit dem Kopfball, aber drüber. Edmilson Fernandes. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Dominic Kohr, ganz sichere Parade. Ecke kommt in die Mitte. Super Tor! Er macht das Ding mit einem Flugkopfball. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Neuer Spielstand lautet hier also 3:2. Amos Pieper. Hier schiebt Pavlenka. Christian Groß. Duxch. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Niklas Stark. Amos Pieper. Duxch. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Ja, abseits, richtig. Ballgewinn hier. Ja, könnte was werden. Hätte mehr draus werden können. Vielleicht sogar müssen, aber es gibt Abstoß. Da trennt er ihn vom Ball. Karim Onisivo. Machen Sie jetzt gut. Dominic Kohr. Gut verteidigt. Duxch. Ball wird abgefangen. Schmied. Ein Pass mit viel Auge. Der Ballgewinn durch Mainz 05.
Da suchen sie jetzt die Lücke. Die Hereingabe kommt flach. Entschlossen geklärt. Und jetzt haben sie den Ball. Vielversprechender Vorstoß. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Er kann klären. Jetzt können sie den Angriff starten. Tor, da ist es. Damit beträgt die Führung schon 2 Tore. Aber wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Niklas Stark. Amos Pieper. Christian Groß. Marco Friedl. Sauber vom Ball getrennt hier. Karim Onisivo. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Da kommt der Schuss. Die Torgefahr in Person. Da zeigt er es wieder. Nächster Treffer. Doppelpack. Jetzt wird er hier gefeiert. Unwiderstehlich kriegt er den Ball hier ins Tor. Ein Strahl. Also dafür brauchst du schon eine ordentliche Schusstechnik. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Nee, der ist zu weit. Kurz vor der Pause haben wir hier einen deutlichen Rückstand der Gastgeber. Miserable erste Spielhälfte und keiner versteht, was hier los ist, warum kaum etwas klappen will. Es läuft nichts zusammen. Klar, die müssen sich jetzt in der Pause mächtig was ausdenken, vielleicht eine komplett neue Taktik. Ansonsten verlieren sie das Ding. Jetzt der Vorstoß. Riesenchance. Ball geht direkt zum Gegner. David Kownacki. Ah, das war abseits. Da waren sie zu unaufmerksam. Ah ja, das müssen sie natürlich sehen, dass das abseits ist. Da müssen sie besser kommunizieren. Christian Groß. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abschluss. Ja, der zeigt heute eine hervorragende Leistung. Er kann hier machen, was er will. Eine richtig starke Partie da vorne drin und er hat ja schon einige Tore erzielt. Sie müssen den Ball abgeben. Abstoß.
Ajok. Pass kommt gut. Abgeblockt. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Abgeblockt. Duxch. Christian Groß. Guter Pass. Sie unterstützen gut. Weg ist der Ball. Ah, das hätte was werden können. Mitchell Weiser. Da kommt die Flanke. Boah, da haben nur Zentimeter gefehlt bei dieser Hereingabe. Pass wird abgefangen. Ball noch im Spiel. Stark gemacht. Nächster Ballverlust. Da kommt der Ballgewinn. Geht jetzt in die Mitte. Zieht nach innen. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Der Ball kommt rein. Oh, wer hat den denn gerettet? Ganz starker Einsatz. Auf der Linie kommt er an den Ball. Könnte in Konter gehen. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. So, 4 Minuten Nachspielzeit werden hier angezeigt. Chor. Die Balleroberung. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelbwürdige Aktion. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Pass kommt nicht an. Ludovic Ajok. Gut den Ball verteidigt. Erstmal geblockt. Zieht einfach mal ab. Ah, der geht nicht rein. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Schirmt den Ball da richtig gut ab. Er bekommt die Unterstützung. Ah, toll gehalten.
Ball kommt lang. Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Und mit einem unglaublichen Spielstand von 6:2 geht es hier weiter. Weiser. So, der Pausenpfiff beendet diesen ersten Durchgang. Jetzt ist erstmal Durchatmen angesagt. Das war vor der Pause eine absolut überzeugende Leistung, oder Buschi? Dreierpack auf dem Konto, die Führung im Moment, mehr kannst du dir kaum wünschen. Es läuft. Kompliment. Das ist jetzt eine Chance. Sie kommt da hinten einfach nicht raus. Es läuft für sie. Früh gehen sie hier in Führung. Jetzt schießt er. Das nächste Tor. Diesmal auf der anderen Seite. Ausgleich. Hier geht's jetzt Schlag auf Schlag. Ecke kommt in die Mitte. Super Tor! Er macht das Ding mit einem Flugkopfball. Jetzt können Sie den Angriff starten. Tor, da ist es. Damit beträgt die Führung schon 2 Tore. Schöner Angriff, da haben Sie mehrere Optionen. Da kommt der Schuss.